Freeman war also nicht der einzige Besucher dieser versunkenen Grabstätte. Lediglich einer der Glücklichen, die ihren Besuch überlebt haben. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Statue. Sie hat überhaupt keinen Algenbewuchs. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Statue. Sie hat überhaupt keinen Algenbewuchs. Freeman war also nicht der einzige Besucher dieser versunkenen Grabstätte. Lediglich einer der Glücklichen, die ihren Besuch überlebt haben.
Etwas stimmt nicht mit dieser Statue. Sie hat überhaupt keinen Algenbewuchs. Joseph ist tot. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Erfülle du nun den deinen. Utz, Gezeichneter. Fragen Sie und sie wird antworten. Lassen Sie den Zyklus von vorn beginnen, wie Ihre Vorgänger. Was liegt unterhalb der Stadt verborgen? Erzähl mir mehr über die Ruinen. Es ist ein Tempel, ein Gefängnis. Eine Wiege des alten Kauil. Eine dunkle Grube, aus der viele Stimmen ertönen. Sie wusste es nie genau, aber sie kennt den Namen. Kathigonar. Woher weißt du das? Sie fragte die Toten. Die Toten, die vor ihr kamen. Diese hatten auch einst die Toten vor ihnen gefragt. Und nun fragen sie sie. Das ist der Zyklus. Sag mir, wie ich in den Tempel gelangen kann. Sie müssen ein heiliges Siegel finden. Den Schlüssel zu den Monolithen. Sie und das Siegel sind vertraut. Es wird ihnen gehorchen. Meinst du dieses hier? Ja, ja. Das Schicksal meint es gut mit ihnen. Und jetzt hören Sie mir gut zu. Haben Sie den großen Stein im Zentrum der Stadt gesehen? Er ist das Tor zu Xibalba. Wie kann ich das Tor im Monolithen öffnen? Sie müssen nach einer Vertiefung suchen, die sich nach dem Siegel sehnt. Und das ist alles? Nein. Teile des Siegels fehlen. Sie brauchen drei Finger Kauils, die aus den drei Monolithen herausgewachsen sind, und müssen sie mit dem Siegel vereinen. Ich benötige also drei Teile, eines von jedem Monolithen? Kannst du mir zumindest sagen, wo die Monolithen sind? Sie weiß es nicht. Aber in jedem Zyklus versammeln sich die Feueranbeter in der Nähe dieser besonderen Orte. Finden Sie sie. Sie kennen die Antwort. Wie kann ich den Wahnsinn aufhalten, der aus den Tiefen emporsteigt? Was erwartet mich dort unten überhaupt? Das werden Sie herausfinden, sobald die Zeit reif ist. Der Gezeichnete zu ihrer Zeit stieg hinab in die Tiefe und Kathigonar schlief. Folgen Sie seinem Pfad und tun Sie es ihm gleich. Und kam er zurück? Nein. Du sagtest, dass es vor mir andere gab. Wer waren sie? Gezeichnete Männer, Frauen und Dinge, die ihnen vorangingen. Dieser Ort ist alt und doch existiert er noch. Warum nennst du mich Gezeichneter? Der alte Kauil hat sie berührt. Sie sehen mehr, spüren mehr und sind in ihrem Inneren mehr. Ich muss also nur die Feueranbeter und damit die drei Finger Kauils finden, um das Siegel zu vervollständigen. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sie wünscht ihnen die Weisheit, die Wahl zu treffen, die getroffen werden muss. Bitte gehen Sie jetzt. Sie muss sich ausruhen. Leb wohl. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich hoffe, du kannst deinem neuen Leben etwas abgewinnen. Oh, sie wird es genießen. Aber dafür muss sie erst einmal ihr Aussehen ändern.